Also es ist ja tatsächlich so, dass wir jetzt wohl 2 Recyclinghöfe in der Stadt bekommen sollen. Alle kennen den Recyclinghof des Wegezweckverbandes in der Oststraße, der ja hervorragend funktioniert. Und auch wenn es hier Querelen in der Vergangenheit gab, so läuft es jetzt ja und man ist von allen Seiten eigentlich bemüht, das vernünftig hinzukriegen. Nichtsdestotrotz treibt Frau Röder es voran, hier einen zweiten Recyclinghof zu installieren. Und ja, das hat sie jetzt auch gerade durch die politischen Gremien gebracht. Und man muss leider sagen, es ist auch mehrheitlich beschlossen worden. Ja, es ist jetzt ganz genau beschlossen worden, dem Wegezweckverband ein Ultimatum zu stellen. Wenn er bis dahin unsere Forderungen der Stadt Norderstedt nicht annimmt, dann ist freigegeben worden für 1,8 Millionen in der Friedrich-Ebert-Straße einen provisorischen Recyclinghof zu errichten. Das sind 1,8 Millionen, die sind im Haushalt eingestellt von allen Parteien außer uns und der FDP abgenickt worden. Für uns sehr unerklärlich. Wenn man jetzt noch weiter in die Zukunft schaut, sind im Haushalt weitere 3,5 Millionen eingestellt worden, um dann ein Grundstück zu erwerben für einen endgültigen Recyclinghof. Was da noch an zusätzlichen Kosten dann auf uns zukommt, das wissen wir heute noch gar nicht, weil auch da müssen ja wieder Geräte, Hallen etc. installiert werden. 11 weitere Mitarbeiter, über die hier noch gar nicht gesprochen wurde. Summa summarum kommen wir auf 5,3 Millionen, die hier im Müllchaos versinken sollen, würden wir sagen, unnötigerweise. Wenn man dann aus der anderen Seite schaut, wir haben hier das Copernicus-Gymnasium hinter uns. Wir haben ein arges Problem in Norderstedt, unsere Schulen mit digitalen Endgeräten zu versorgen. Und da kam uns als Freie Wähler und Demokraten einfach die Idee, iPads statt Müllchaos. Ja. Also wenn man dieses Geld nehmen würde, laut Auskunft der digitalen Dienste der Stadt Norderstedt, bräuchte man 4 Millionen, um alle Norderstedter Schüler, alle 7.800 Norderstedter Schüler mit digitalen Endgeräten zu versorgen. 400.000 wird es vom Bund noch dazu geben, also blieben 3,6 Millionen. Hätten wir noch satt was über, ja, um wirklich was auch in die digitale Infrastruktur zu stecken, also richtige WLANs an den Schulen ins Laufen zu bringen. Ja, das ist einfach schade, dass das Geld hier so anderweitig als Müll verbrannt wird. Das wäre halt unsere Forderung, was Vernünftiges zu tun und sich jetzt nicht zu stolz zu sein und zu sagen, wir haben das jetzt auf den Weg gebracht, das ist unwiderruflich. Wir sehen, es gibt Möglichkeiten, sich mit dem Wegezweckverband zu einigen. Die Vergangenheit mit all den Forderungen ist aufgearbeitet worden. Das funktioniert. Es gibt dort einen neuen Geschäftsführer beim Wegezweckverband. Unser Appell ist, einigen Sie sich mit dem Wegezweckverband. Wir haben einen funktionierenden Recyclinghof. Einer reicht uns in der Stadt. Da müssen wir uns nicht Konkurrenz machen. Und wie gesagt, es ist ganz, ganz gravierend, dass wir in dieser digitalen Bildung weiter vorankommen. Wir haben das jetzt im Corona-Lockdown gesehen. Kaum eine Schule, das Copernicus-Gymnasium kann man, glaube ich, mal außen vor nehmen, weil die haben es wirklich gut hingekriegt. Ich glaube, auch im gesamten Kreis waren die Vorreiter für digitales Bilden, für digitale Bildung. Alle Schulen haben da massive Probleme, ja, die Lehrer, die Schüler, überhaupt die Endgeräte zusammenzukriegen. Und da wird dieses Geld 10-mal besser angelegt als in diesem Müllchaos. Also ja, geben Sie sich einen Ruck, Frau Röder, überdenken Sie die ganze Geschichte nochmal und investieren Sie die Haushaltsmittel lieber in Bildung und Schule. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.